Guten Morgen, Fotofreunde. Es ist noch nicht so lange her. Ich glaube, am letzten Sonntag habe ich das letzte Video zum Thema endlich 35. S-Line 1-2. Heute habe ich mir aber den Luxus erlaubt, aus Versehen ein bisschen länger zu schlafen. Und da hatte ich schon zwei Nachrichten von bekannten Fotografierenden auf meinem Handy, die schon gesagt haben, es ist ein 1-4 geworden. Und es ist nicht nur ein 1-4 geworden, nein, es ist auch noch ein richtig günstiges 1-4 geworden, was ja erstmal gut ist. Aber günstig und 1-4, richtig, es ist kein S-Line geworden, sondern wenn ich mir das Bild jetzt hier angucke, erinnert mich das an das 35-1-8er, was schon seit, weiß ich nicht, 2019 draußen ist. Ich weiß jetzt nicht, wann das rausgekommen ist. Das waren ja so die ersten Linsen, die für den Z-Mount rauskommen. Das 50er und das 35er. Das sieht identisch genauso aus, nur haben die aus der 8 eine 4 gemacht. Lass uns mal sachlich rangehen an dieses Video. Nicht so emotional. Gucken wir uns mal an, was wir denn zu erwarten haben. Direkt, wenn man auf Objektive drauf geht, ist es ganz oberst auf der Nikon Homepage. Nikon Z3514. Gemacht für die Street-Fotografie. Architektur, Optik, habe ich ja gerade schon was gesagt, sieht genauso aus, meiner Meinung nach, wie das, was man von früher kennt. Ich suche mal eben das 35-1-4er. Müsste ja relativ weit unten sein, weil es ja schon sehr lange draußen ist. Ich glaube, hier ist ja so eine historische Entwicklung. Ich habe ja gerade gesagt, am Anfang ist es rausgekommen. Gucken wir mal, ob da 85-1-8, 35. Also ich würde es jetzt gerne nebeneinander halten, aber ich glaube, ihr glaubt mir auch so 50er, 35er. Oh, das ist geil. Guck mal, das 35er hat 8,69 gekostet. Aufgepasst, kostet jetzt 7,69. Das ist natürlich echt ein Schnapper. Für 7,99 kriege ich jetzt das Ding mit 1,4 statt 1,8. Sorry, da muss ich einmal, zweimal buzzern. Nikon, was? Was ist Phase? Ich verstehe das nicht. Sorry. Ich bin totaler Fanboy. An dieser Stelle blende ich nochmal eben kurz die Roadmap ein. Von 2020. Da ist für 21, vor 4 Jahren, ist ein 35er S-Line 1-2 vollmundig angekündigt worden. Und immer wieder. Jetzt haben wir 2024, ist auch schon halb rum, also haben wir fast 4,5 Jahre später. Und was bekommen wir? Ein 35-1-4. Moment mal, das kostet 7,29. Moment, die Komik, das. Also, Fotofreunde, kauft. Das ist ja eigentlich geil. Ich krieg mehr Lichtleistung für weniger Geld. 7,29 gegenüber dem alten für 7,69, was mal 800 gekostet hat. Muss ich erstmal hier Whisky-Cola. Boah, sorry, dass das jetzt schon in den ersten Minuten mir komplett entgleitet und so emotional ist, aber ich kann da nicht mit umgehen. Ich verstehe das nicht marketingtechnisch, aber ich versuche jetzt nochmal mehr zu erfahren. Street-Fotografie, gemacht für die Street-Fotografie. Ja. Ich habe keine Ahnung von Street-Fotografie, möchte ich davor sagen. Vorneweg sagen, habe ich auch noch nie gemacht. Ich kenne einige Fotografierende, die das machen. Deswegen, das ist jetzt aus dem hohlen Bauch. 35 mm, glaube ich, geht für Street absolut in Ordnung. 50 mm, glaube ich, nimmt man da auch. Aber warum sind jetzt 1,4 ausgerechnet gemacht für die Street-Fotografie? Möchte man nicht irgendwie einen Menschen, der durch einen geilen Schattenwurf in der Architektur zu sehen ist, so das Bild komponieren? Also was ich sagen will, der Hintergrund von so einem Bild ist ja nicht auch enorm wichtig für ein gutes Street-Foto? Weiß ich nicht. So, wenn ich jetzt aber die Blende aufreiße, dann habe ich ja vielleicht ein wichtiges Element in der Street-Fotografie, den Hintergrund, den Kontext gar nicht mehr. Also deswegen verstehe ich diesen Slogan jetzt nicht so genau, gemacht für die Street-Fotografie. Ja, wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut, müsste man wirklich mal gegen das
35er dagegen halten gegen das 1,8er. Machen Sie die Straße zu Ihrer Leinwand und malen Sie mit natürlichem Licht. Das Nikon Z3514 ist das Festbrennweitenobjektiv für Ihre Vollformatkamera, das auf Sie gewartet hat. Die hohe Lichtstärke von 1,4 und die beeindruckende Abbildungsleistung gewähren Ihnen völlige Freiheit. Ja, lese ich mir jetzt nicht weiter durch, weil ich sag mal, Marketingabteilungen können immer vollmundig formulieren. Ich gucke mir mal an, was Nikon Lumos dazu zu sagen hat. Das ist ja vielleicht mal ein bisschen sachlicher. Die Lens Features, ja, exzellente Performance, 1,4, Maximum Aperture. Das Gewicht 415 Kilo, das wird natürlich vielen, die immer sagen, klein, leicht, günstig, gut gefallen. 8,6 Zentimeter ist das Ding lang. Kann eine verschiedene Arten von Szenen darstellen und Motiven. Landschaft, Snapshots, also Schnappschüsse von Menschen, Blumen und Tieren. Aber vielleicht möchte ich gar keine Schnappschüsse machen, sondern vielleicht möchte ich, ihr wisst, was ich sagen will, ein bisschen mehr porträtmäßig machen. 0,27, also 27 cm ist die Nahdistanz. Ja, die überlegene optische Performance. Ja, da haben wir auch nochmal Bilder. Jetzt also auch nicht viel Neues als das, was wir schon wissen. Ja, also es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich, ich sag mal, zwiegespalten bin, sondern ich bin, ohne dass ich es in der Hand gehabt habe, allein von dem, was ich sage, bin ich jetzt wirklich echt enttäuscht. Also Weihnachten ist ausgefallen für mich dieses Jahr und ich habe so vollmundig gesagt im letzten Video, egal was das ist, ich werde mir das vorbestellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ein S-Line hätte ich mit 1,4 schon mal wenigstens erwartet. Und ich wäre mal jetzt interessiert, ob meine Sigma Art-Linse mit Adapter, wie da die Abbildungsleistung ist im Vergleich mit dem neuen 35-1,4. Also aufgrund der Preispolitik, aufgrund der Bauform, der Optik, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Da wurde das alte 35-1,8er genommen und ein bisschen aufgebohrt, dass da jetzt eine 1,4 draufsteht, weil optisch vom Korpus ist das schon alles sehr, sehr nah beieinander. So, und wem das dann noch nicht so auffällt, der muss dann spätestens über den Preis irgendwie stolpern. Ja, es ist natürlich günstig, aber dann hätte man doch jetzt das 35-1,8er komplett aus dem Programm nehmen können. Warum ist eine 5 oder 6 Jahre alte, ja, ich sag mal 5 Jahre, ich sag mal, das gucken wir mal eben. Also ich sehe jetzt gerade hier ein Video von Nikon USA auf YouTube, das ist 5 Jahre alt. Also es wird irgendwann 2019 rausgekommen sein. Um den Gedanken nochmal aufzugreifen. Was ist das bitte für eine Preispolitik? 729 für eine 1,4er Linse und eine sehr, sehr ähnliche meiner Meinung nach kostet 7,69 mit einer 1,8. Das wird ja ein Rohrkrepier, das alte Ding wird sie nicht verkaufen. Wohlgemerkt, vormals 8,69. Ich glaube, da hat man jetzt die Preise angepasst, aber das wird ja trotzdem nicht funktionieren. Also wer wird denn sagen, ich zahle ein bisschen mehr Geld, damit ich eine 1,8 habe? Also sorry, Nikon, es tut mir leid, ich muss mich hier entschuldigen, aber vielleicht ist es gut, ich bin gerade aufgestanden und mache jetzt wirklich dieses Impulsvideo, weil ich so viele Fragezeichen habe einfach auf der Stirn, sowohl marketingtechnisch, vom Preis, von der Preispositionierung und dann eben auch wieder, was über 5 Jahre versprochen wurde, dann einfach nicht zu halten, weiß ich nicht. Besteht ja vielleicht noch Restchance, dass, weiß ich nicht, dass jetzt noch eine komplette 1,4er-Serie aufgemacht wird und es nochmal einen 50er und einen 85er gibt, die auch in einem ähnlich aussehenden Korpus sind wie die 1,8er-Brüder. Und dass dann irgendwann vielleicht nochmal, weil es gesagt wurde, ein 35-1,2er als S-Line kommt. Vielleicht wird das passieren. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber irgendwie wäre ich nicht schon da, würde ich jetzt schlecht gelaunt nach Hause gehen. So, jetzt seid ihr dann, haut mal in den Tasten. Was sind so eure Gedanken?